Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rimworld. In der letzten Folge hatten wir hier noch den Gefängnisraum ein bisschen ausgebaut. Den werden wir auf jeden Fall heute noch fertig bauen, auf jeden Fall die Sandsteinwände. Ich denke mal die Stoffsessel, das wird noch ein bisschen dauern, weil wir auch momentan, glaube ich, relativ wenig Stoff haben. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis es gewachsen ist. Ich glaube, ich habe hier nochmal genau eine Anbauzone hingesetzt mit Baumwollpflanzen, aber bis die dann ausgewachsen sind, wird natürlich auch noch ein wenig dauern. Ansonsten hat Kommandant mich gefragt, wie das jetzt wird, das Ende dieser Staffel, also wie ich diese Staffel beenden möchte. Und meine Idee war eigentlich, dass ich zu diesem Reiseziel gehe. Ich habe eben schon mal das geladen, weil ich nachgucken wollte, wo das genau ist. Kommandant hat nämlich geschrieben, dass es genau auf der anderen Seite der Karte. Und das stimmt eigentlich auch, das ist hier. Und hier drüben war unsere Hauptkolonie, also es ist ewig weit weg. Aber es war, wie gesagt, mein Plan, eigentlich dahin zu reisen. Also ich denke mal, mit Wandern wird es ewig dauern. Wir können gleich mal ausprobieren, wie lange es dauern wird. Und meine nächste Möglichkeit wäre natürlich mit den Transportkapseln. Aber ich würde sagen, ich möchte euch darüber abstimmen lassen, ob wir dahin wandern oder nicht, beziehungsweise mit den Transportkapseln. Oder wir bauen ein Raumschiff. Also ich werde da oben wieder so ein Abstimmungsfeld machen und da könnt ihr abstimmen, ob wir das mit den Transportkapseln machen, beziehungsweise halt ein bisschen wandern, ein bisschen mit den Transportkapseln uns durch die Gegend schießen oder halt ein fettes Raumschiff bauen. Das Problem bei dem Raumschiff könnte sein, dass wir nicht genug Ressourcen haben. Also ich weiß, wir haben 8000 Plastahl und das ist schon eine ganze Menge. Wir können das mal kurz überschlagen. Also das Triebwerk kostet 300. Reaktor kostet 500, der Computerkern kostet nichts, also sagen wir mal hier ungefähr 1000. Die Kryo-Schlafkapsel, die kostet Uran, da müssten wir auch nochmal gucken. Aber ich denke mal, ja gut, Uran könnte auch ein bisschen problematisch werden, weil ich versuche ja in den letzten Folgen an Uran zu kommen, aber irgendwie will es nicht. Und der Träger kostet auch nochmal 150. Ich glaube, an einen Träger konnte man, glaube ich, vier Kryo-Schlafkapseln dran setzen. Ja, vier Stück. Also bräuchten wir mal mindestens, 15 locker, weil, also ich kann die wahrscheinlich auch nicht komplett gerade durchziehen hier. Vielleicht muss ich das irgendwie so ein bisschen um die Ecken machen. Wobei ich könnte es auch untereinander machen. Also ich denke mal, ja, 15, maximal 20. Also ich denke mal, nee, Moment, wir brauchen ja mehr. Nee, 15 reicht eigentlich. Und ja, da bräuchten wir dann auch nochmal. Oh, so teuer ist das gar nicht vom Plastahl. Wenn wir echt 15 Träger bauen, haben wir vielleicht gerade mal 2000 Plastahl ungefähr. Aber ich glaube, die Kryo-Schlafkapseln könnten teuer werden. Für 50 Kolonisten wären das dann 25.000 Stahl. Okay, also ich glaube, der Stahl könnte das Problem werden. Dann plus die Bauteile. Da brauchen wir auch nochmal 500 Bauteile. Ah, stimmt, wir brauchen hierfür auch überall Uran. Okay, das wird auf jeden Fall auch noch schwierig. Also da müssten wir vielleicht eine Uranader finden oder so irgendwie. Ja, da muss ich mich mal überall in die Berge buddeln. Ich glaube, hatte ich hier drüben eine? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hatte halt hier relativ viel Plastahl, aber ich glaube, Uran war hier nirgends bei. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob ich nicht irgendwann irgendwo mal Uran gesehen hatte. Doch, hier haben wir ein bisschen Uran. Also das wäre eventuell eine Möglichkeit, hier ein bisschen was abzubauen. Aber ich glaube, da werden wir auch nicht so viel rausbekommen. Aber wir können das echt mal abbauen. Weil den Uran wollte ich sowieso mal verwenden, eigentlich. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, eigentlich erstmal abwarten, wofür ihr stimmt. Also wie gesagt, zwei Möglichkeiten, entweder Raumschiff oder halt mit den Kapseln. Wir können jetzt nochmal kurz hier ausprobieren, wie lange es dauern würde, wenn wir jetzt versuchen würden, dahin zu wandern. Ich nehme mal Lara Croft und ich schicke sie vielleicht nach Osten. Genau, nach Osten schicke ich sie mal. Und ich denke mal, das werden bestimmt 100 Tage oder so sein. Also ich werde da eine ziemlich lange Zeit unterwegs sein, bis ich dort bin. Und ich denke auch mal mit den Transportkapseln wird es wahrscheinlich auch eine halbe Ewigkeit dauern. Also ich kann noch mal kurz gucken.
wie weit ich jetzt mit der Kapsel kommen würde. Ah, da muss ich erstmal jemanden beladen. Aber ich vermute mal in diesem Umkreis hier. So in etwa. Also bis hierhin komme ich, glaube ich, nicht, nee. Aber das wird, glaube ich, auch dann einmal. Sagen wir, ich komm bis hierhin, aber ich bezweifle es. Eins, ja, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr großzügig gerechnet. Also ich denke mal, 10 bis 15 Mal müsste man dann mit der Transportkapsel reisen. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein ziemlicher Act. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Also ich hatte angedacht, dass ich halt dann vielleicht also dann hier eine Kolonie gründe. Also das muss ich sowieso machen. Also ich gründe dann hier eine Kolonie und baue dann dort auch wieder Kapseln und schickt dann erstmal auch Ressourcen von der Hauptkolonie halt in diese Kolonie und von der Kolonie schicke ich dann wieder welche rüber. Dann baue ich dort auch Transportkapseln, schick Ressourcen von der Hauptkolonie nach dort, von der nach dort und dann so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein ziemlicher Act. Ich glaube, das größte Problem ist eigentlich... Ich glaube, das größte Problem sind die Schlafmöglichkeiten. Ich müsste, glaube ich, schon was aufbauen, weil das wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, bis ich dort dann ankomme. So, wie lange wird es dauern? Ein Jahr und eine Saison, echt jetzt? Ein ganzes Jahr. Gut, okay, stimmt, wir müssen über Berge. Das dauert lange. Gut, die könnten wir eventuell natürlich mit diesen Transportkapseln abkürzen. Aber ein Jahr. Nee, okay, Karawane ist komplett ausgeschlossen. Das habe ich auch nicht erwartet, dass das mit der Karawane funktionieren wird. Also ein Jahr zu reisen, ich weiß gar nicht, wenn ich beschleunige, wie schnell die Zeit dann rumgeht, aber das wird dann nochmal einige Folgen dauern. Also Transportkapseln müssen wir dann auf jeden Fall machen. Aber wie gesagt, stimmt oben rechts ab. Ich würde persönlich das gerne machen mit dem Reiseziel, weil ich das noch nie gemacht habe und ich würde gerne mal wissen, wie das, also ich weiß auch gar nicht so recht, wie es funktioniert. Also ich denke mal, wenn ich dort bin, muss ich dann wahrscheinlich dort eine Kolonie gründen oder so. Oder vielleicht laufe ich drauf aufs Feld und dann kommt das Ereignis. Ich habe keine Ahnung. Also deswegen würde ich das eigentlich gerne ausprobieren. Und wenn ihr natürlich da auch so hype drauf seid wie ich, beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr das alle schon ausprobiert. Aber ich würde es halt gerne auch mal ausprobieren. Von daher, wie gesagt, stimmt ab. Wenn ihr ein Raumschiff haben wollt, baue ich auch gerne ein Raumschiff. Wobei das, wie es ja aussieht, auch 25.000 Stahl. Das schüttel ich jetzt nicht mal so eben aus der Tasche. Wir haben 8.000. Wir könnten noch mal ein paar Tiefenbohrer bauen. Das machen wir vielleicht. Vielleicht finde ich da noch mal ein bisschen Stahl. Aber ich bezweifle eigentlich, dass hier wirklich so viel Stahl liegt. Nee, wir machen erstmal den Treibstoff hier oben fertig. Ich denke mal, hier liegt, glaube ich, noch ein bisschen Stahl. Hier wird wahrscheinlich auch noch mal Stahl sein. Aber ich glaube, 25.000 Stahl ist auch eine richtig heftige Hausnummer. Das könnte auf jeden Fall auch noch lange dauern. So, hier baue ich jetzt erstmal keine hin. Das können wir dann irgendwann später nochmal schauen, was hier drunter liegt. Wir können nochmal kurz gucken, wie viel haben wir hier. Ja gut, 66 Stahl, hier haben wir ja auch nichts. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich heftig. Aber gut, ich bin wie gesagt gespannt, was hier abstimmt. Ich persönlich hoffe, wie gesagt, das Reiseziel. Ich will aber hier niemanden beeinflussen. Gut. Was machen wir heute noch so? Können wir vielleicht noch ein paar Leute rekrutieren? Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und ich hoffe halt immer noch, dass jetzt nochmal ein Angriff kommt. Das wäre auch sehr gut. Wir beschleunigen mal ein bisschen. Ansonsten wüsste ich jetzt erstmal nicht, was wir machen sollten. Wir könnten natürlich noch ein paar Wohnungen bauen. Das könnten wir vielleicht machen. Aber da ist auch die Frage, wo ich die hinbaue. Ich denke mal, ich baue vielleicht in diesem Bereich nochmal ein bisschen was. Weil mir das eigentlich nicht so gut gefällt. Wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht... Also hier drüben will ich eigentlich auch nichts hinbauen. Hier will ich eigentlich auch nicht weiter reinbullen.
Also wir haben eigentlich nur noch hier Platz, würde ich fast sagen. Also wir könnten versuchen, hier nochmal ein paar Wohnungen reinzubauen. Irgendwie so vielleicht. Und dann hier unten auch nochmal. Und dann einmal hier durch und eventuell nochmal hier nach oben einen Gang. Ja, ich glaube, das dürfte ganz gut funktionieren. Dann hätten wir da auf jeden Fall nochmal 5 Wohnungen. Ich denke mal, mehr als 5 brauchen wir bestimmt auch nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch einige freie haben. Hier haben wir noch 2 freie. Hier haben wir noch 3 freie. Also ich denke mal, die 54 Kolonisten sollten wir eigentlich mit den ganzen Wohnungen hinkriegen. Jetzt haben wir noch alkoholsüchtig. Felix wurde alkoholsüchtig. Das ist aber ein Tier, oder? Ja. Und Felix habe ich noch nicht. So, und die können wir natürlich auch mal abreißen, die Tiefenbohrer. Können wir noch hier einen hinbauen? Na gut, ich muss den erst abreißen, damit ich den da hinbauen kann. Aber das ist ja nicht so schlimm. Gut, nahrungsmittelmäßig sieht's auch gut aus. Und, ah, genau, wir hatten einen Händler. Wir hatten einen Händler, glaube ich, hier. Genau, dann muss ich mal gucken, wer nochmal der beste Aufseher war. Ben? Ben, möchtest du ganz kurz handeln gehen? Und ich glaube, mittlerweile haben wir auch jetzt das Forschungsmenü fertig. Ja, wir sind komplett fertig in 81 Folgen. Deswegen müssen wir jetzt Nele natürlich was Neues geben. Und ich weiß genau, dass wir hier einen Bildhauertisch hinbauen sollten. Für Nele, weil Nele kann, glaube ich, nichts mehr. Also forschen kann sie, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und Künstler. Einen Jäger brauchen wir momentan nicht. Einen Tierpfleger brauchen wir eigentlich auch nicht. Und ansonsten verweigert sie halt alles. Also ja. Brauchen wir halt noch einen Bildhauer. Mehr können wir mit Nele nicht machen, leider. Aber ist ja nicht so schlimm. So. Bin mal gespannt, was die alles dabei haben. Ich hoffe, dass wir denen einiges verkaufen können. Zum Beispiel hier die Elefantenstoßzähne, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Und ich glaube, da kriegen wir auch relativ guten Preis dafür. Also Rauchblattjoints können weg. Glitzerweltmedizin, 4-mal. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Bauteile nehmen wir mit. Den Kraftstoff, wir haben 1600 Kraftstoff. Okay. Das habe ich jetzt nicht geahnt. Den Plastall kaufen wir auch mal noch. Was haben die denn noch? Eine Niere, ein Herz, eine Powerkralle, Elefantenstoßzahn kann weg. Eine Beruhigungswelle nehme ich mal mit. Und die Sachen von den Toten kann ich natürlich komplett verkaufen. So, und jetzt mal minus 2700. Das ist natürlich nicht so gut. Soll ich noch vielleicht, na, Mahlzeit? Ja, ich verkaufe noch ein bisschen Kraftstoff. 1000 vielleicht. Oder wir machen wir 1300. So. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, ja, schicken wir einfach die Glitzerweltmedizin mal rüber. Also 4-mal Glitzerweltmedizin. Was könnte man noch rüberschicken? Ein bisschen Plastahl vielleicht? Ja, ich würde sagen, wir schicken noch ein bisschen Plastahl rüber. So, und ich hoffe, dass das gleich jemand reintransportiert, aber es sieht nicht so aus. Okay, dann zwinge ich die da mal zu. Aber 4-mal Glitzerweltmedizin, das ist auf jeden Fall sehr gut. Da können wir auf jeden Fall demnächst noch ein paar Operationen durchführen. Und die Kapsel ist fertig beladen und dann schicken wir sie mal rüber. Okay, muss noch mal kurz langsamer machen. Oh, man merkt richtig, wie der Computer hier geslowt wird. So, hier sind wir. Okay, und dann schicken wir das mal hier hin.
Und bauen eine neue Kapsel und die Glitzerweltmedizin schleppen wir natürlich auch gleich rein. So, und ich glaube, Wuseline hat eine Energierüstung angezogen, oder? Energierüstung gut, sehr schön. Die wird wahrscheinlich auch einiges wert sein und Kommandant stellt gleich die nächste her. Also ich würde sagen, ich mache nur noch die eine hier fertig und die hier noch und dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder mit den Energierüstungen. Weil die schon relativ teuer sind. Also ich glaube, 18 Bauteile war es, ein bisschen Plastahl. Das macht schon einiges aus. Und dann gucke ich jetzt nochmal kurz, was ich momentan für Operationen durchführen könnte. Wir haben auf jeden Fall noch ein bionisches Bein, wie es aussieht. Und ein bionisches Auge. Ist jetzt die Frage, wer momentan vielleicht noch ein bionisches Bein braucht. Also ich könnte Mr. Funny Gameboy natürlich ein Auge implantieren. Aber ich glaube nicht, dass er das unbedingt braucht momentan. Cojones wird langsam auch alt, aber ich würde mal sagen, ich gebe ihm mal erstmal nichts und ich. Oh, ich muss sowieso mal die Medizin hier raussetzen. Also wir sollten nur noch einfache Medizin hier verwenden. Beziehungsweise ich glaube, ich habe die sowieso verweigert. Ja, okay, dann ist es nicht so schlimm. Aber ich setze trotzdem mal raus, damit keiner auf die Idee kommt, die Glitzerweltmedizin zu verwenden. So, der Mittel-C ist abgeschossen. Ha, ich weiß nicht, ob sich das für Ricardo lohnt. Ich würde es fast verneinen. So, haben wir nicht noch irgendeinen, der momentan richtig schlecht laufen kann? Oh, du hast einen Kater. Okay, Cranky. Das Lia braucht auch nichts. Ich glaube, wir sollten nicht mehr so viel Bier trinken oder Bier herstellen. Hier zum Beispiel, genau. Wir könnten Hannes eigentlich ein bionisches Bein implantieren. Machen wir das mal. So. Dann kann auf jeden Fall Hannes schon mal wieder ein bisschen schneller laufen. Und dann setze ich mal hier noch ein paar Skulpturen rein. Also ein paar kleine und ein paar große, würde ich sagen. Und die stellen wir auf jeden Fall nicht aus Stahl her. Aus Holz und Steinblöcke können wir herstellen. Und Stahl raus. Okay. Sehr gut. Und hier unten wird auch fleißig gebaut. Sehr gut. Hier haben wir auch noch komprimierte Bauteile entdeckt. Das ist wunderbar. Gut, dann machen wir hier mal noch ein paar Türen rein. Und dann müssen wir den Rest natürlich noch aus Sandstein bauen. Das werde ich auf jeden Fall gleich machen. Ich weiß nicht, hier mache ich, glaube ich, auch noch eine Tür rein und hier noch eine Tür. Oder ich mache gleich, nee, ich mache gleich eine Autotür rein. Einmal hier und einmal dort. Und dann verlege ich noch hier ein Stromkabel. Und hier verlege ich auch noch ein Stromkabel und dann muss ich nochmal die Wände abbauen. So, das dürfte eigentlich ganz gut passen. Dann baue ich da noch Sandsteinwände hin. Und den Boden muss ich natürlich auch noch glätten, aber das mache ich erst später. Betten baue ich da noch hin. Und natürlich die Stehlampen, die sind auch ganz wichtig. So, und ich höre schon, dass der Patient versorgt wird. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, Hannes. Oh, stopp, stopp, stopp. Oh, ich mache das gerade mit normaler Medizin, ne? Sollen wir es durchziehen? Komm, wir ziehen es durch. Ich denke mal, Kommandant wird nicht scheitern. Okay, es hat geklappt. Puh. Da habe ich wenigstens eine Glitzerweltmedizin schon mal gespart. Und dann baue ich einmal hier den Sandstein auf und hier. So.
Hier muss ich natürlich dann auch nochmal die Sandsteinwände hinbauen. Das sollte ich vielleicht auch mal kurz so sporadisch abbauen. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Können auch nochmal ein bisschen beschleunigen. Okay, und ich schaue, glaube ich, nochmal vorbei. Ich glaube, ich kann nämlich wieder ein paar Händler bestellen. Das sollte ich auf jeden Fall immer regelmäßig machen. Oder das sollte ich auf jeden Fall regelmäßig machen. Also, Händler exotischer Güter können wir wiederholen und nochmal einen Großhändler. Sehr gut. Gut, ansonsten war es eigentlich schon fast wieder für die Folge. Ich würde noch ein bisschen, ja, ich baue noch ein bisschen hier aus. Und dann beende ich auch gleich die Folge. Also die Wohnung hier können wir noch auf jeden Fall fertig bauen. So viel Zeit muss noch sein. Ich glaube, Depsilon ist auch schon mittlerweile ziemlich gut in der Bergarbeit, ja. Eine Stufe 11, das ist echt nicht schlecht. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, und den Rest kann man natürlich auch noch abbauen. Ich hoffe halt jetzt, dass die Sandsteinwände gebaut werden, bevor ich noch den Rest abbaue. Wundert mich jetzt aber schon ein bisschen, dass hier keiner versucht, die Sandsteinwände aufzubauen. Also die Betten werden gebaut, das ist auch okay, aber ich hätte es doch schon mal ganz gern, dass die Sandsteinwände aufgebaut werden. So, und Cranky, du kannst mal das Holzbett hier noch abreißen. So, dann schauen wir noch mal kurz hier drüben vorbei, wie es hier aussieht. Also, wie viel Uran haben wir denn jetzt rausgekriegt? 210. Das ist schon mal gut. Damit können wir auf jeden Fall schon ein bisschen was machen. Und wie sieht's jetzt hier aus? Kriegen wir das noch hin? Okay, die Sandsteinwände werden gebaut. Sehr gut. Dann können wir auf jeden Fall die Wände hier auch noch schnell abbauen. Ich wollte halt nicht alles gleich auf einmal abbauen, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass mir das Dach dann wieder auf den Kopf fällt. So, das sieht aber schon ganz gut aus. Hier, das können wir natürlich auch noch abbauen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Nur noch die Brocken dann wegschleppen. Und noch der Boden muss auch noch geglättet werden. Und genau, das Stromkabel hätte ich jetzt auch vergessen. Und hier ist ja auch noch mal was, wo wir noch abbauen müssen. Das hier links. Ich glaube, ich habe den Raum schief gebaut, ne? Moment, ich muss das hier so zubauen, stimmt.
So, und dann nochmal das Stromkabel kurz. Ah, hier muss ich natürlich auch noch abbauen. Stimmt. Das sollte ich vielleicht auch noch kurz machen. Machen wir das mal so. Das dürfte reichen. Dann bauen wir das hier auch noch ab. Und dann verlegen wir noch ein Stromkabel. So. So, die eine Wand hier noch, das kriegen wir noch schnell hin. Und dann war's das, würde ich sagen. Den Rest können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Gut, dann hoffe ich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Und wie gesagt, vergesst nicht, oben rechts abzustimmen, was wir machen werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.